Im zweiten Halbfinale trifft der HC Pustertal auf Gastgeber Asiago. Die Wölfe können die beste Mannschaft aufbieten. Asiago muss auf Strazabosko verzichten, setzt aber 7 Transferkartenspieler ein. Mit dabei ist auch der letzte Neuzugang, Chris Kolanos. Das Match beginnt aber mit dieser Kontermöglichkeit für Max Oberau, der Cassette die Scheibe abluchst, dann aber an Torhüter Frédéric Cloutier scheitert, der ehemalige Rittner Schlussmann, heuer mit einer starken Saison in Asiago. In der 7. Minute die erste Strafe gegen den Pusta-Verteidiger Cory Pritz. Asiago erstmals im Powerplay, Colin Long zu Anthony Niger und der überlistet Dragost im kurzen Eck zum 1:0 für die Hausherren. Der Paradeblock von Asiago mit Scandella, Long und Kolanos echt stark. Die Wölfe wollen natürlich diesen Rückstand gleich aufholen. Schuss Patrick Bona, Cloutier lässt die Scheibe nach vorne abprallen. Wiebe kommt nicht zum Zug und Raphael Andergassen hat Pech, trifft nur die Querlatte. Das hätte der Ausgleich sein können, ist es aber nicht. Nach einer Viertelstunde das Zuspiel von Julius Candela auf Colin Long. Thomas Dragost wehrt ab und so bleibt es nach dem ersten Drittel bei der knappen Führung von Asiago. Im Mitteldrittel wirft Pustertal gleich alles nach vorne, übt viel Druck aus. Den Schuss von Viktor Schweizer wehrt Cloutier kurz ab, dann aber verfehlt Wissi Rebit den Kasten des Italo-Kanadiers. Rebit treibt jetzt die Wölfe nach vorne. Der Pass zu Andergassen, weiter zu Schweizer. Herrlich gemacht, doch Cloutier kann befreien. Eine schöne Kombination der Pusterer, die aber im Angriff zu harmlos bleiben. Anders als die Gastgeber, die sind effizient. Marchetti schickt Kolanos zum Gegenstoß. Der lässt auch noch Eliskasis aussteigen und netzt zum 2:0 ein. Stark gemacht vom ehemaligen NHL-Spieler, der übrigens mit Kanada auch schon Weltmeister geworden ist. Dann der Schuss von Dan Sullivan, Dragus pariert dort, Miguel Esteban mit der Riesenschanze zum 3:0, da fehlen nur Zentimeter. Esteban hätte den Sack endgültig zumachen können, kommt aber nicht mehr richtig zum Puck. Die Hälfte des Spiels ist um, Asiago jetzt nur mal mit 3 Feldspielern gegen 5 Pusterer. Kolanos und Long sitzen auf der Strafbank, kurz vor Ablauf der Strafe, noch dieser Distanzschuss von Helfer. Aber weder Rebit noch Schweizer noch Andergasser können hier abstauben. Pustertal vergibt weiterhin gute Chancen, Asiago versucht hingegen seine Möglichkeiten eiskalt auszunutzen. Nigro spielt zu Scandella, der trifft aber diesmal nur die Torumrandung. Scandella hat ja schon 6 Serie A-Finalspiele verloren, übrigens 3 davon mit Pustertal, möchte jetzt endlich auch einmal Italienmeister werden. Dann muss Dan Sullivan in die Kühlbox, Pustertal in Überzahl. Helfer spielt zum Freistetten Rebit, Verteidiger Stefano Marchetti kann gerade noch dazwischen fahren. Dann erneut Armin Helfer von der blauen Linie und diesmal lenkt Wissi Rebit den Puck ins gegnerische Tor. Der Anschlusstreffer zum 1:2, Pustertal ist wieder im Rennen. Und überlässt den Hausherrn zu viele Kontermöglichkeiten. Hier greifen sogar 4 Spieler von Asiago gegen einen einzigen Pusterer an. Long passt zu Davide Konce, aber er hat Pech und trifft nur den Pfosten. Die letzte Chance im Mitteldrittel haben wieder die Hausherren mit ihrem Paradeblock. Scandella zu Kolanos, Armin Hofer stört noch den Kanadier. Und so bleibt es nach 40 Minuten beim 2:1 für Asiago. Im Schlussdrittel versucht Pustertal das Spiel zu machen und noch mehr Scheiben aufs gegnerische Tor zu bekommen. Nach 3 Minuten fault aber Pritz den Ex-Pusterer Scandella. Die Schiedsrichter entscheiden auf Penalty. Den führt Anthony Niger aus, setzt ihn aber an den Pfosten. Der dritte am heutigen Abend für Asiago. Und der vierte folgt in der Schlussminute. Dragost hält zwar noch den Schuss von Long, hat dann aber Glück beim zweiten Versuch von Giulio Scandella. In der letzten Minute nimmt Holik Thomas Dragos für einen 6. Feldspieler vom Eis, setzt alles auf eine Karte. Seine Mannschaft verliert aber den Puck, Marchetti zu Andreas Lutz und der trifft ins leere Tor zum 3:1 Endstand. Asiago steht im Finale, Pustertal muss weiter vom ersten Meistertitel träumen. Es war ein gutes Spiel, aber leider hat es an Kleinigkeiten gelegen. Das Powerplay hat nicht gut funktioniert, wir haben ein 5 gegen 3 ausgelost. Wir haben in Unterzahl nicht so konsequent gespielt. Wir haben vor dem Tor haben wir die Chance noch nicht reingetan. Und ja, und jetzt fahren wir heim und schauen wir weiter auf Mittwoch. Wir haben jetzt in den letzten Monaten wirklich gut gearbeitet. Auch die Jungen sind viel disziplinierter geworden. Und wir versuchen einfach, unser Spiel jetzt zu verfolgen und konsequent zu bleiben. Und das hat uns heute in Unterschied gebracht.